Hallo unsere Leute zu einer weiteren Folge Jump World und es ist nach einer, ja, es gab ein wenig Folgen diese Woche, ähnlich wie letzte Woche, wobei es diesmal halt einen anderen Grund hat. Letzte Woche war ich halt noch immer krank, da war ich ein langes Stück krank, jetzt war ich einfach nur selten zu Hause und wenn ich zu Hause war, hatte ich nicht die Möglichkeit aufzunehmen und das wollte ich euch natürlich mitteilen und das jetzt halt planmäßig wieder Videos kommen, weil ich erstens meine Arbeitszeiten angepasst sind, die Arbeitszeiten von meinem Vater anders sind als sonst. Somit kann ich später noch aufnehmen, als ich letzte Woche hätte können, tut. Und ja, es geht hier, glaube ich, um eine Pokémon-Map. Und wie man hier schon immer sagt, Pokémon, da muss man, glaube ich, oh, da muss man gleich drauf springen. Okay. Achso. Ich darf mir fallen. Sind Sie bereit, am Quiz teilzunehmen? Ganz sicher, na gut, hier lang. Okay. Ja, zudem kommt morgen seit langem mal wieder ein Singleplayer-Spiel. Also, einfach runter, okay. Gegenüber von Minecraft. Und ja, das wird ganz cool. Da kann ich runter! Okay, wieder hoch. Hui, ich setze mich nicht zurück. Und alle hopp, abgekürzt. Abgekürzt. Ich kann diesen Sprung nicht mehr. So, machen wir es jetzt anders. Ja, ich habe ein Singleplayer-Spiel geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob es euch gefallen wird, aber mir gefiel es von der Idee super gut. Und es ist ein Puzzle-Spiel quasi, also schon ein Rätselspiel, das ein wenig an Portal vom Design erinnert. Und das heißt Chroma Gun. Könnt ihr gerne mal reinschauen bei Steam, was ihr davon haltet. Ich werde morgen mal eine Folge bringen. Und weil ich es halt von den Publishern geschenkt bekommen habe. Die so, ja, könnte was für dich sein, guckst dir mal an und sowas. Und ich so, ja, schaue ich mir an und nee, das habe ich noch nicht geschrieben, aber ich werde es mir anschauen und euch eine Folge auf jeden Fall mindestens davon zeigen. Und je nachdem, ob es mir gefällt oder nicht, werden wir halt weitermachen oder halt nicht. Und ich sollte mal hier anfangen, ein bisschen vernünftiger zu springen. Danke schon mal für das Feedback zu meiner Idee mit dem Giveaway für was auf der Gamescom kommt und beziehungsweise was alle dann bekommen. Und komischer Vorhang hier. Das ist ein Pokémon. Das ist ein Pokécenter. So, gehen wir hier hoch. Wollen wir hier Link-Kampf machen. Zack. Oh, wie heißen die Haupt-Pokémon in Schwarz und Weiß? Keldeo und Gensel. Kalibre, Viridu. Das sind, glaube ich, die Semi-Legendären. Und ich habe selber nicht gespielt Schwarz-Weiß, sondern so ein paar Minuten angespielt. Aber die Legendären kennt man ja trotzdem irgendwie so grob vom Namen. Das sieht weird aus. Seht man da ein Mew? Ah, oh, das ist ja cute. Das ist wirklich gut geworden. Und, was steht da vorne auf dem Schild? Wahrscheinlich jemand falsch geantwortet, da kommt man trotzdem weiter. Das ist ja nett. Zack. Und die Sprünge sind gerade sogar machbar. Wow. Hui. Und Checkpoint. Und gut viel Checkpoints. Ihr könnt weiterhin, falls ihr mal irgendwann Lust und Laune habt, ein Jump'n'Run hier zu bauen, auf timoja.de, könnt ihr es natürlich gerne dann schreiben. Ich habe die noch im Kopf, die geschrieben wurden und werde mich damit nochmal auseinandersetzen. Weil eins hatte ich nämlich schon mal probiert und da war ich einfach so viel zu noobig zu, dass ich das erstmal abgebrochen hatte. Ja, aber da werde ich vielleicht nochmal ein bisschen weiter Looky-Looky machen, nochmal einen Try starten. Nur hatte ich damals, als ich probiert habe, nicht die Zeit und die Nerven, eine Map zu machen, wo ich aufgrund meines Skills jetzt eine halbe Stunde brauche. Also, ne? Das ist hoffentlich verständlich. Aber naja, so. Hat keiner gesehen. So, das auch nicht. Ja, meine quasi Pseudo-Autogrammkarten, die ich mir bedrucken lassen habe, habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt letzte Mal. Da könnt ihr immer noch
mir einfach einen Brief schreiben. Die Adresse steht, also Brief mit einem Rücksendeumschlag, damit ich euch das dann einfach dahin zurücksenden kann. Das habe ich, hoppala, da oben. Hier sind bestimmt Leitern. Achso, ich muss sogar diesen Sprung hier machen. Ah, safe. Ja, habe ich euch gezeigt und das kleine Giveaway-Ding kommt dann auch jetzt die Tage bald an. Also ich hoffe diese, also jetzt kommende Woche und dementsprechend, hi. Warte, hä? Okay. Welches Pokémon ist laut der Sage der Erschaffer aller Pokémon und der Welt, in der sie leben? Arceus, Dialga und Giratina. Arceus? Giratina. Giratina, oder? Shit, dann doch Arceus, okay. Mist, weil Giratina davon nur. Okay, gut. Okay. Haben wir falsch gehabt? Naja, kann passieren. Ich habe, wie gesagt, mich mit den hinteren Pokémon-Teilen auch nicht so arg beschäftigt. Oink. So. Naja. Gut. Das soll es aber auch für heute erstmal gewesen sein, weil ich euch erstmal nur eine Information geben wollte und wir halt heute auch schon heute haben und ich das Video auch heute noch bringen möchte. Sobald das hier oben ist, werde ich mich dann an Chromak ansetzen und werde dann wieder morgen auch mega gespannt darauf, was ihr davon haltet. Morgen ist noch der letzte Stream ohne Jan. Vielleicht ziehe ich ihn auch auf heute vor. Schaut auf jeden Fall mal auf Twitter rein. Ich werde, denke ich, dann noch ein bisschen LOL-Ranked streamen. Vielleicht mache ich das, werde ich das auch schon gemacht haben. Mal schauen. Ja, so oder so danke ich euch fürs Zuschauen dieser kurzen Folge und ab morgen gibt es dann wieder längere Folgen und bis dann, Leute. Ciao, ciao. Cheerio.